Freunde, nach einer regnerischen Nacht kommt der Morgen. Und dieser Morgen bringt einen wunderschönen Sonnenaufgang mit sich. Außerdem, meine Freunde, haben wir heute viel vor, denn wir werden heute in den dunklen, tiefen Dschungel marschieren und die erste Arenaleiterin oder den ersten Arenaleiter herausfordern. Wir verlassen unser kleines Städtchen, bei dem wir letztes Mal angekommen sind und sehr viel krassen Shit eingekauft haben. Zusammen mit unserem Pampros. Alter Schwede, ist das ein geiles Ding. By the way, muss ich das noch benennen, ne? Nach irgendwas. Und Artignis auch, right? Das sind zwei Pokémon, die ich noch nicht benannt habe. Ein männliches, ein weibliches. Da werde ich mich auf jeden Fall noch in den Kommentaren ein bisschen umschauen. Aber jetzt gehen wir mal übers Brückle ab in den Dschungel. So, wir haben hier Level 24er, Leute. Ich würde mal behaupten, die skippen wir einfach mal, weil wir schon Level 30 plus sind. Die müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt herausfordern. Und wir wollen heute noch ein bisschen Progress machen. So, bevor wir jetzt aber... Und da haben wir auch schon wesentlich interessantere Pokémon. Guck mal. Schau mal. Yo, ein Tukanon, die Vorentwicklung und hier das andere Ding mit den Bananen am Hals und so. Alter, also das haben sie echt gut gemacht, ne? Das haben sie richtig gut gemacht. Auf dem Meer findet man Winguls, im Dschungel findet man dann solche Pokémon. Ey, ich freue mich schon so krass, ne? Karnivar und das hier, der Propeller-Dingens, ne? Alter, also das haben sie wirklich, wirklich gut hinbekommen. Ich freue mich schon so krass auf neue Gebiete, wie wir richtig coole Pokémon finden, weil bisher haben wir ja nur so, ich würde mal sagen, so Startermons gefunden, mehr oder weniger, ne, die man halt auch so auf den ersten Routen so finden würde und so. Hier ist es tatsächlich regional. Okay, dann kämpfen wir doch mal gegen diesen Dude hier und ich erkläre euch mal die Neuigkeit. Oh, ein Lamos direkt. Oh, tschüss. Okay, Lamos ist ehrlich gesagt nicht so gut für uns. Hat er Blubstrahl. Damn, boy, der Damage. Und wir kriegen einen Init-Drop, aber wir sind trotzdem nicht langsamer, denn das Ding heißt Slowbro for a reason. Und hauen dem Ding eine Elektroattacke raus, die aber nicht reicht. Und jetzt haut er uns einfach weg mit einem Blubstrahl. Nice. Okay. Baumbach. Gigasauger. So. Oh Gott, Junge. Alright. Du hast den Trainer besiegt? Das war's schon? Oh wow, okay. Ja gut. Da ist eine, die uns hoffentlich heilt. Oder so. Bist du so eine Healerin? Yes. Sehr schön. Lord Xantaris ist wieder unter uns. Ja, meine Freunde, was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir... Oh, ein Plaudergei, guck mal. Oh, so schön. Das hier wird die letzte Folge von Pixelmon sein. Auf diesem Kanal, beziehungsweise auf dem Hauptkanal. Okay, also keine Panik, Pixelmon wird weitergehen. Aber ich habe realisiert, ich habe ein paar Realisationen gehabt und werde dieses Projekt nun auf Gameboy verschachteln, aus verschiedensten Gründen. Ich weiß nicht, ob euch die interessieren, aber ich sage sie einfach trotzdem mal, damit ihr seht, warum. So, Pixelmon ist halt so ein Spiel, was in meinen Augen sehr viel aus Gameplay besteht, right? Es haben zwar, also ich habe euch halt gefragt, Alter, die Sonne, die da durch die Baumkronen scheint, ne? Ich habe euch gefragt, yo, wie findet ihr das? Soll ich das irgendwie cutten? Soll ich das irgendwie fast-paciger machen und so? Und es gab einige, die gesagt haben, ja, geschnitten würde das Projekt definitiv mehr Interesse wecken. Viele andere haben gesagt, nee, sie wollen wirklich die ganze Experience haben und sie wollen nicht, dass ich was wegschneide, weil sie das ja auch entdecken wollen. Und hier ist halt so ein bisschen der Zwiespalt, ne? Grundsätzlich finde ich auch, dass heutzutage geschnittene Projekte natürlich mehr Anklang finden. Aber bei Minecraft oder gerade bei sowas finde ich, würde ich auch kacke finden, wenn da ständig geschnitten werden würde, weil man so, sich sowas ja meistens nebenbei anguckt, während man sowieso am Zocken ist oder so. Und dementsprechend versuche ich jetzt so einen kleinen Kompromiss zu finden, indem ich das Projekt zwar nicht auf dem Hauptkanal laufen lasse, weil das dafür einfach zu wenig Leute interessiert. Ihr interessiert euch momentan mehr für die Wi-Fi-Battles, was ich ebenfalls in Ordnung finde, weil ich die ja ebenfalls gerne mache.
Und somit machen wir einfach auf dem Hauptkanal mehr Wi-Fi Battles und das Projekt geht dann einfach auf Game Boy, meinem Zweitkanal, weiter, wo eben Gameplay im Vordergrund steht. Also nicht schnelle Projekte, sondern wo ihr einfach zugucken könnt, wo ihr stundenlang Material habt von irgendwelchen Let's Plays oder whatever, ne, irgendwelchen anderen Formaten. Ich glaube, das ist... Alter, wie schön das hier einfach ist, Mann. Ey, das ist ja insane. Ohne Shader, ne? Shader macht das halt immer ein bisschen dunkler, aber ohne Shader hätte man diesen Sonneneffekt nicht. Ich glaube, das ist der Kompromiss, mit dem am meisten Leute d'accord sind, dass wir, bis die Remakes rauskommen, einfach noch Wi-Fi-Battles bringen auf dem Hauptkanal und vielleicht das ein oder andere speziellere Video. Pixelmon eben auf den Zweitkanal verschieben, weil A... können wir es dann in voller Länge bringen, ne, auch mal so 20-30 Minuten Folgen, ohne dass man das Gefühl hat, man langweilt die Leute oder so. Und B, kriegt ihr dadurch auch wieder mehr Wi-Fi-Battles, ne, also, ja, so. Und der Zweitkanal hat gerade sowieso ein bisschen wenig Content, ne, wir bringen ja Duel Links sehr oft, jeden zweiten Tag gefühlt, aber ein anderes Projekt haben wir gerade gar nicht auf dem Zweitkanal, von daher passt das eigentlich ganz gut. Alter, einfach so ein Haus im Dschungel, okay. Ja, das, ne, das so noch ein paar mehr Gründe. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ihr könnt ja Gameboy abonnieren. Für Pixelmon, wenn euch Yu-Gi-Oh! Oder andere Sachen nicht interessieren, dann deabonniert ihr einfach wieder, wenn Pixelmon dann quasi fertig ist. Und das ist auch noch ein Vorteil oder ein Grund, warum ich das machen wollte. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir bis in 19 oder 18 Tagen dieses Spiel hier durchgespielt haben werden. Right? Und wenn die Remakes dann halt kommen, möchte ich ja Pixelmon nicht einfach so droppen, sondern ich möchte, dass Pixelmon schon weitergeht, beziehungsweise, dass wir das fertig machen, dass wir die Arena-Leiter alle besiegen und dann auch die Pokémon-Liga machen und so, und dementsprechend will ich auch nicht stressen mit diesem Projekt, right? Es soll ein Projekt sein, das wirklich vollkommen ist, und auf Game Boy können wir uns dafür so viel Zeit lassen, wie wir wollen, weil auf Game Boy gibt es gerade keine brisanteren Projekte in dem Sinne. Und dementsprechend ist doch das so eine kleine, würde ich sagen, ist da für jeden irgendwie was dabei. Erdbeben, Schallwelle, Wassersäulen und Aufruhr können wir hier lernen. So, ja, ich hoffe, ihr seid cool mit der Entscheidung. Again, ihr könnt Gameboy einfach easy deabonnieren, wenn euch die anderen Sachen nicht interessieren und Pixelmon fertig ist. So, aber trennen wir das und dann... What the... Oh je. So, sorry guys. So aber trennen wir das und dann hat jeder genau die Art von Content, die er eben gerne sieht. So. Okay. Alright. In diesem Haus war tatsächlich nicht so viel. Right? Vielleicht soll ich mit der reden. Vielleicht hat sie eine Info für mich. Jenny, my dad told me that if I ever got an Eevee to level it up near to the mossy rocks. Oh, stimmt. Moment. In was wollten wir jetzt Manuel eigentlich entwickeln? Oh, okay. Entweder in ein Folipurba oder maybe in ein Flamara, right? Aber Folipurba ist eigentlich the way to go. Let's go. Und hier vorne war, glaube ich, ein Moosstein, oder? Kann das sein? Okay. Lass uns kurz den Moosstein nochmal suchen, weil vielleicht kriegen wir dann direkt ein Folipurba. Was aber gar nicht so geil ist, weil wir haben schon Baumbach. Aber ehrlich gesagt, Ribble Bobby haben wir auch ein Feuer-Pokémon. Also Flamara ist auch nicht unbedingt so gut in unser Team jetzt. Kampfjuwel, okay. So, wo war jetzt dieser Moosstein? Ah, da drüben. Schau mal da drüben. Oh, ein roter Murph. Okay, guck mal. Hier haben wir doch schon mal ein Pokémon, mit dem wir kämpfen können für das Level-Up. So. Drücken wir auf Heuler. Und jetzt wechseln wir unser Pokémon raus zu Manuel. Wobei, wir haben eigentlich eh den XP-Share, ne, von daher spielt es eigentlich eh keine Rolle, was wir gerade machen, aber ist okay. Ich gehe auf die Rückkehr, weil noch ist das Ding kein Stahlmon. Ausgewichen, oha. Okay.
So, Manuel entwickelt sich. Jawohl, let's go. Oh, ich sehe nichts, weil wir so heftig in Manuel drin stecken. Let's go. Nice. Jawohl. Manuel wurde zu einem Vollipurber. Und lernt erstmal Rasierblatt. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir halt keinen Stab mehr. Und Dingens ist auch weg, ne? Adaptability. Dementsprechend ist halt ein bisschen schade, aber ist so, wie es ist. Alter, wie schön ist es hier einfach. Hast du das gesehen, Vollipurber? Ich kann auf Vollipurber, ich kann auf Manuel reiten. Bruder, oh mein Gott, wie schön das einfach ist. Okay, dann reiten wir mal auf Vollipurber in den Sonnenuntergang. Oh Mann, Alter. Ah, wie schön, wie schön. Da freue ich mich. Ja gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal in das kleine Häuschen. Ah, warte mal, da waren, Bruder, über das ganze Haus waren Moossteine verteilt. Okay, ich habe die nicht gesehen. Ich bin scheinbar fucking blind. Warte mal, so steige ich ab, genau. Zack. Und der Manuel kommt ebenfalls wieder ins Team zurück. So, dann, ja, jetzt wo es dunkel wird, ne, im Dschungel sollte man nicht rumreisen, wenn es dunkel ist, denn die ganzen Viecher im Dschungel leben oder kommen natürlich dann raus, wenn es dunkel ist. Alter, wie riesig das einfach ist im Vergleich zu diesem Kleinen hier, ne? Schau mal, damn, Bro. Holy moly, Alter, das Blatt von seinem Schwanz ist größer als der Attackenlerner. So, okay, dann nutzen wir, oh, einen Wiederball haben wir gefunden. Dann nutzen wir einfach mal das Bett hier. Danke, Jenny, für dein Bett. Jetzt aber ist es uns, unseres. So, es ist wieder morgen und es geht weiter. Oh, da drüben ist ein Dynamax Raid? What? Alter, ich lass mich hier ablenken, ne? Aber das ist halt genau das, ne? Du kannst dieses Projekt kaum schneiden, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Und man will ja auch entdecken. Ein Milzer? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. So, Milzer, ich schnapp mir dich. Rasierblatt wird resistiert, du bist 5 Level höher, das sollte alles gar kein Problem sein. Nice, und jetzt haben wir auch nice Animationen, ne, mit den Attacken, mit den Attacken, die halt so ein bisschen valider oder viable, more viable sind als Tackle oder so, haben wir halt auch nicere Animationen, die immer mehr dazukommen. So, Rasierblatt ist halt ein High Crit Move, ne, das ist halt das Problem. Ich muss aber nicht hier weitermachen. Ich kann auch zu Baumbach. Und wenn er mich angreift, kann er geparat werden. Oder auch vergiftet. Das wäre natürlich gar nicht gut. Okay, ich gehe einmal für den Gigasauger. Ich hoffe, dass das es überlebt. Boah, ganz knapp, Alter. Okay. So, dann gehen wir in den Beutel und schmeißen erstmal einen Hyperball. Denn das Ding ist ein Drachen-Pokémon und dementsprechend schwierig zu fangen. Milzer beim First Try? Yo, let's flipping go, Bro. Das ist crazy. Daraus können wir einen Hexerus machen. Guys. So, ich mache hier mal noch ein bisschen Licht, weil hier drin sehr dunkel ist. Okay, was haben wir hier? Ein Reptane. Mit 2 Sternen. Alter, krass. Die haben einfach hier den ganzen Screen und alles kopiert, ne? Crazy. Okay, wollen wir ein Reptane mit 2 Sternen? Ehrlich gesagt, nein. Wir haben schon einen Starter und wir haben einen Pflanzenmon. Wir haben 2 Pflanzenmon. Um genau zu sein. Alter, ist es cool. Alter, ist es cool. So, oh, da drin ist noch ein Item. Okay, dabei pinnen sie ein Wattzapf. Moment, hier war das Item, ne? So. Eine Pokekiste wieder. Mit scheinbar 11 Hyperbällen? Oder so? Huh.
Nee, warte mal, die Hyperbälle hatten wir schon. Ein Stein. Ich habe keine Ahnung, was aus diesen blöden Kisten kommt. Aber ihr habt mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass ihr es auch nicht wisst. Von daher, alles cool. Alter, es ist so schön. Es ist so schön. Oh Mann. Gut, wir sind aber noch lange nicht... Das Ding ist halt, guck mal. Oh, ein Sichlor. Oh, da drüben war ein Sichlor. Guck mal, Geist, das ist halt ein riesiges Waldgebiet, ne? Ich habe halt keine Ahnung, wo wir hier durch sollen. Wahrscheinlich einfach geradeaus. Irgendwo hier wird wahrscheinlich die Arena dann sein, ne? Alter, guck mal, ein Sichlor da oben. Yo. Wir könnten entweder einen Sherox draus machen oder es ein Sichlor sein lassen. So, komme ich hier hoch? So, wir machen jetzt einfach mal die Minecraft-Tricks. Weiter. Yo, einfach ein Sichlor, let's go. Level 41, habe ich das gerade richtig gesehen? Hui. Weiter. Sollen wir versuchen, das zu fangen? 43 sogar. Uff. Okay, komm, wir versuchen, das mal zu fangen. Weiter. Wahrscheinlich wäre schlau mit Lord Santaris wegen dem Wangenrubbler. Oder? Alter, ich glaube, ich muss die Renderdistanz ein bisschen runterdrehen. Die Lags sind ja insane. So, wir gehen auf Wangenrubbler. What? Er hat mich gekrittet. Womit hat er mich gekrittet? Oh, shit. Okay, ich gehe für einen Claire Smog. Oh, wow, mit der Zornklinge. Okay, cool. Cool, 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 cool. Gut, der Doppelschlag erhöht unsere Def. Und das Felsgrab haut ihn vierfach runter und er hat es tatsächlich überlebt. Okay, das heißt, wir gehen jetzt auf die... auf die Bälle. Ah, shit, ausgebrochen. Okay, Trugschlag. Aber wir kriegen weiterhin Def-Boosts. Alter, Pampros ist so ein G, ne? Netzball. Warte mal, Netzbälle sind gut für Käfermons, right? Oder für Wasser-Pokémon. Wasser und Käfer. Oh mein Gott, Alter. Unser Team wird so krass. Wir haben ein 43er Sichlor gefangen. Let's go. Wir haben aber zwei Pokémon gekillt bekommen jetzt. Das ist ein bisschen wack. Aber ja, mal sehen. Alter, schaut euch mal das an, da Mankeys auf dem Baum, Oweiß, Sichlors. Es ist so schön. Ultrigaria. Da oben hier Pepek und so, ne? Oder wie heißt die zweite Entwicklung? Bummels! Einfach ein Bummels! Yo! Sollen wir uns ein Lethargin? Bro, Alter. Ich habe so viele Ideen für coole Teams und alles. Warte mal, in die Richtung ist nichts mehr? Wo zum Teufel ist diese Arena? Was bist du? Ein Shiny Megapinsir oder was? Aber Shiny sieht doch gar nicht so aus. Warum sehe ich sein Level nicht? Okay, Moment. Level 72. Ich muss ganz dringend los. Käferbiss. Vierfach resistiert. Hat uns gekillt, ne? Just saying. Konnte nicht entkommen. Uff. Der wird uns jetzt richtig wegjockeln, Digga. Aber so richtig. Gut, wir konnten nicht hinkommen. Schon wieder. Schade. Flucht. Boah. Okay, wir sind in den Kommen, Guys. Alter, Level 72. Okay, ja, das ist doch noch ein bisschen zu stark für uns. Aber hier haben wir ein kleines Boss-Pokémon namens Blutzuck. Und auch hier sehe ich das Level wieder nicht, ne? Okay, warte mal. Level 42. Ich glaube, das könnten wir tatsächlich killen, right?
Ampelleuchte. Puh, okay. Könnte schwierig werden, um ehrlich zu sein. Aber wir haben ja noch mehr als genug Items, die wir nie verwenden. KP-Erholung. Ich würde mal sagen, wir holen uns Datignis. Die Ampelleuchte killt uns tatsächlich. Wow. Okay. Dann gehen wir auf Akrobatik. Okay, never mind. Das Ding hat sogar noch Psystrahl. Never mind, Bro. Das hat gerade unser Team auseinandergenommen. Ja, wir müssen echt aufpassen. Also hier laufen ein paar starke Pokémon rum, ne? Hier Bummels. Oh, Level 10. Soll ich einfach mal einen Ball schmeißen? Ich meine, einen Ball schmeißen schadet nicht, oder? Einfach mal einen Ball schmeißen. Ich meine, ich kann es eh nicht mehr schwächen. Ich habe eh kein Pokémon mehr. Aber mal gucken. Bleibt das einfach drin? Nope. Nope, schade. Shit. Ja, ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich muss meine Pokémon heilen. Okay, Guys, ich gehe mal ganz kurz zurück und dann heile ich unsere Pokémon und dann sehen wir uns wieder hier. Alright, Guys, ich habe die Gelegenheit direkt mal genutzt, auch mich hinzulegen und zu schlafen. Damit wir dann wieder aufwachen in einem neuen Tag. Ich gehe jetzt mal... Oh, schau mal, hier ist der Weg. Ja, ich gehe jetzt mal nämlich links an diesem Riesenteil vorbei. Denn ich habe das Gefühl... Schau mal, die sieht aus wie Marnie. Ich habe das Gefühl, dass auf dieser Seite definitiv mehr Zivilisation ist. Oh, ein... Okay, ein Dino Raid. Will ich gegen Marnie kämpfen? Komm, wir kämpfen mal gegen Marnie. So, Pan, los! Ich meine natürlich Manuel. Oh, Galabafloss. Oh, das ist natürlich sehr blöd für sie. Weil wir treffen vierfach effektiv. Hat er gerade Wasserdüse eingesetzt? Lol. Und jetzt kommt ein... Ein Scharfwachs. Okay. Habe ich irgendwas für Drachen? Irgendwie nicht, ne? Nein. Okay, dann gehen wir auf den Ruckzuckhieb. Gucken mal, was der Ruckzuckhieb so macht. Oh, mehr als genug. Okay. Ja gut, sie ist auch 10 Level unter uns, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Alter, wie episch. Wie episch Manuel einfach da auf diesem Berg steht. Schaut euch mal das an. So, Weilmar. Rasierblatt, Manuel! Spoop! So, Kopfnuss, nein. Ein Rubin. Okay, damit können wir uns wahrscheinlich dann irgendwelche Attacken beibringen, ne? So, wir folgen mal diesem Weg. Ich hoffe, dass wir nicht mehr vom Weg abkommen. Eieieiei. Okay, Griffel greift uns an. Ich hoffe, dass wir nicht wieder vom Weg abkommen, so wie Problemkinder. Meine Freunde. Wow, what is this? Yo! Alter, wie schön ist das denn hier? Yo, ich muss dringend die Renderdistanz runterstellen, Alter. Das laggt todes. Also, ne, es laggt ein bisschen hier gerade. Okay, da oben ist 100% die Arena. Die Arena ist zu 1000% da hinten, Alter. Alter, wie schön. So, lass mich mal ganz kurz die Renderdistanz hier so ein bisschen... Nee, nicht das Sichtfeld, sondern... das war, glaube ich, über Grafik, ne? Sichtweite, genau. Sichtweite so ein bisschen runterdrehen. So. Alright. Also, Alter, wie schön ist das hier, Mann. Unglaublich. Okay, was haben wir hier? Knofensa, Blutzug. Hier haben wir ein Item. Eine Pokekiste, again. Okay. Und hier direkt ein Haus. Mit so einem Dude, mit einem Mankey. I love living here. I can go climb the village tree and challenge the trainers whenever I want. Okay. Interesting. Ja gut, Leute. Das war's aber mit der heutigen Folge.
Ich würde sagen, in der nächsten erkunden wir diese Stadt hier. Und dann geht's endlich in die erste Arena. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, dass das Projekt beim nächsten Mal auf Gameboy weitergeht. Also abonniert alle Gameboy. Das ist der Kanal in der Videobeschreibung. Da gibt's super viel Stuff, die Gameplay-mäßig am Start sind, ne, wo wir nicht rumschnibbeln, sondern einfach schöne Let's Plays in voller Länge. Und vor allem sehr viel Yu-Gi-Oh! Etc. Also, dann sehen wir uns nächstes Mal auf Gameboy. Bis dann.